Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Im letzten Part haben wir uns schön ausführlich mit Sholmes unterhalten. Wir haben auch ein paar weitere wichtige Beweise bekommen. Ein Zeitungsartikel zum Beispiel oder auch das Tagebuch von Kazuma, wo er sogar noch kurz vor seinem Tod reingeschrieben hat. Und jetzt würde ich mir gerne mal die Kabine nebenan anschauen, weil nämlich der Lüftungsschacht hier dahin führt und so hätte man aus dem Raum hier fliehen können. If you are the culprit, then you must play the part more convincingly. Roll over and accept your fate. Ja, Sholmes spinnt wieder ein bisschen rum. Now he's just being plain rude. And off he goes, having just laughed in my face. His sense of humor is a twisted as his name. Naruto-san, what are you just standing there for? We must go and investigate the cabin next door as well. Aren't you forgetting something? What about these? There's no way I can... Hiya! Das ist jetzt das vierte Mal, glaube ich. After Kazuma-sama spent his dying moments struggling to leave us a clue, you're willing to give up? You're just going to roll over and accept your fate? As if you gave me any choice in the rolling over part. Kannst du nicht einfach einen Karate-Hieb machen, das durchschneiden oder so? I think we still have some investigation to finish off in here first, don't we? Let's carry on examining what we can in this cabin while we wait for a chance to slip next door. Good idea. The situation doesn't look good for me, but there are still things I can do to help myself. And I owe it to Kazuma to do everything I can to find a way out of this and bring the real culprit to justice. Ah, is that? Ein neuer Matrose. Is something wrong, Naruto-san? Oh, no, it's just that crewman standing by the door. I can't help feeling like I've seen him somewhere before. Is that a murder? Oh yes, you're right. He does look familiar. Excuse me, sir. Ist das Hosonaga? Übrigens, der hat auch eine Brille. Yes, what can I do for you? Es ist Hosonaga. Der kommt einfach auch in jedem Fall vor, jetzt. Das habe ich nicht erwartet. I recognize that face, but it can't be. Ich meine, er ist ja Undercover-Polizist. Also ergibt es schon Sinn, dass er in alle möglichen Rollen schlüpft. It is! I didn't know you were here, Inspector Hosonaga. Alles cool. Hello again. What are you doing here? I think this should be my line. I was so stunned when I saw you. My heart stopped. Nearly stopped? I hope. I received some special orders to go undercover as a member of the crew and board the ship. Again? You certainly seem to enjoy undercover work, Inspector. If there's anything I can do to help you, please ask. I never expected to see this man on board. But perhaps his presence can help me out of this hopeless situation. Okay, dann reden wir halt mit Hosonaga ein bisschen. Special Orders, er hat spezielle Aufträge bekommen, dass er hier wieder als Undercover-Polizist arbeiten soll. So, what are your special orders this time, Inspector? Yes, and why are you dressed as a member of the crew? I'm so sorry. This is all my fault. I take full responsibility. For what? My orders were to act as Azuki-san's bodyguard. Tja, da hast du leider verkackt. It was Minister of Justice Ikugu, keine Ahnung, who pushed for this overseas study tour to go ahead. And he entrusted me with ensuring that Azuki-san reached Great Britain without being assassinated. Assassinated? How could that even have been a possibility? I'm not sure. But these are complicated times. There are tensions between the world's greatest powers. Minister Ikugu said we should be prepared for all eventualities. This is incredible. I don't believe it. Kazuma-sama was assassinated? Und es wurde schon vermutet, dass der hier umgebracht werden würde.
Obviously, we couldn't give Asuki-san a visible security escort. Just why I'm undercover now, posing as one of the crew. I see. And I didn't take my eyes off him the entire time we've been on board, from morning until night every day. But I never imagined it would happen here inside his own cabin, not here on the first class deck. I failed miserably at my assignment, and Asuki-san is dead as a result. Oh, I'm a disgrace. All I can do is humbly apologize. Inspector. So if there's anything at all that I can do to help now, just say the word. Okay, reden wir einfach ein bisschen. Gib uns bitte die Erlaubnis, dass wir ermitteln dürfen. We're doing what we can to investigate Kazuma's death ourselves. I thought you might be. You didn't do it, did you? You're not the killer? Of course not! We'd really like to investigate the cabin next door. Yes, so we need to be allowed out of this cabin. I'm sorry. What? You've been deemed a risk to the ship's safety. If you move to even touch the handle of the cabin door. That stormy looking seaman there would surely snap your neck in two. I suppose I'm not just a stowaway now. They think I'm a murderer as well. Would it be possible to give me something to work with, do you think? I'm going to need something persuasive. What do you mean? If I had a solid reason why the next door cabin should be investigated, for example, I'd do everything I could to persuade the captain to allow it, really. I'd lay my life on the line if I had to. But I don't see how... There may be a way. What? Really? Think of how you tried to persuade me of your innocence, Naruhodo-san, by presenting me with a piece of evidence that you already had in your possession. Evidence? It's just the same as when you are in court. You must have done it many times during your trial. Simply select the present panel and choose some evidence that Inspector Hosonaga could use. So evidence that would give us a viable reason to investigate the next door cabin, is it? Alright, yes, I think I might know what we can use. Let's see if I can present the detective with the evidence he needs to persuade the captain. Okay, so ich muss ihm was zeigen. Wodurch dann klar wird, dass es wichtig wäre, die Kabine nebenan zu erkunden. Das Tagebuch. Ach stimmt, das könnte ich mir auch noch genauer anschauen. Aber okay, das haben wir, das, da steht nichts genaueres mehr, das haben wir uns schon beim letzten Mal so durchgelesen. Also erst um 1.23 Uhr hat er irgendein Pfeifgeräusch gehört, Kazuma. Und dann kurz darauf hat er eben dieses gesprenkelte Band gesehen, was da von dem, ich bin mir nicht sicher, ob Ventilator, Grill oder Grill, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das mit Lüftungsschacht, ob ich das richtig übersetze, aber das ist ein Lüftungsschacht. Also passt, glaube ich, schon. Hat auf jeden Fall das Band da gesehen, wie das halt da raushing. Und das führt ja zur Kabine nebenan, deswegen, ja. Moment, hier so. Und dann, nee, wie kann ich, ah nee, halt, ich muss hier zuerst auf Present gehen, oder? Nee, wie kann ich denn presenten eigentlich? X wieder? Nee. Hä, wie kann ich das jetzt machen? Ah, ich glaube, okay, stimmt. Das ist ein bisschen blöd wieder. Back muss ich zuerst gehen. Und dann kann ich hier auf Present gehen. Ja. Wie schon so oft, ich finde das ganze Interface und sowas und das, die Menüführung ist richtig schlecht in dem Spiel. Irgendwie, das hätten sie doch viel geschickter alles machen können, oder? Das ist total umständlich alles, finde ich. Naja, aber mir ist was aufgefallen. Was anderes. Ich will mir noch ganz kurz erstmal schnell auch die Person noch angucken, weil das haben wir noch gar nicht gemacht hier. Und es gibt, ja, Asuki kennen wir ja schon. Hier, Kazuma. Ja, da steht, glaube ich, ein bisschen was Neues. He was on his way to London for a study tour when he was taken from this world. Genau. Also er war gerade auf seinem Weg nach London, um da zu studieren, aber wurde eben, sein Leben wurde eben genommen auf dem Weg dahin. So, hier Mikotoba, 16 ist übrigens. Wusste ich das davor schon? Weiß gar nicht genau. Judicial assistant who was traveling with Kazuma to London for a study tour. She is the epitome of a refined Japanese lady. Okay. Sie ist die rechtliche oder gerichtliche Assistentin, oder eine Assistentin, die mit Kazuma nach London halt gereist ist. Und
She's the epitome of a refined. Sie steht halt, sie ist halt eine sehr stark ausgeprägte, ne, das passt auch nicht wirklich. Sie ist halt durch und durch eine japanische Lady. So, hat ja auch ein Kimono an und so, glaube ich, heißt das, deswegen, ja. Dann Herlock Sholmes, 34 ist er. There's not a person in the world who hasn't heard of his famous great detective. Not a person except me, apparently. Es gibt wohl keine Person auf der ganzen Welt, die noch nicht von diesem berühmten, großartigen Detektiv gehört hat. Außer ich anscheinend. Und dann Hosonaga, a chief inspector in the Imperial Police Bureau who's on an undercover mission, posing as a member of the ship's crew. Genau. Der, ich weiß nicht, Chief Inspector, ob ich den Titel, ob das exakt ist. Also Chefinspektor oder Oberinspektor oder so. Vielleicht Oberinspektor passt am besten, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber irgendein Inspektor halt, der bei der beim kaiserlichen Polizeiamt arbeitet als Undercover-Polizist. Und der ist ja auf einer Undercover-Mission, wo er als einer von den Leuten hier auf dem Schiff sich ausgibt. Und zwar eben, um Kasma zu beschützen. Das steht da nicht dabei, aber das hat er ja gerade eben gesagt. Okay. Gut, jetzt will ich dir aber was präsenten, und zwar das Tagebuch. What's that? It's Kazuma's diary. Just before he died, Kazuma-sama wrote something rather strange in his diary. Strange? In what way? He wrote, what looks like some kind of speckled band is dangling from the ventilator grill. A speckled band? That is strange. Yes, we're still trying to work out what he meant by that. But what I'd like to know is... Don't tell me. The ventilator it is. Is it? You're very astute, Inspector. Genau. That ventilator clearly joins to the next door cabin. That's right. So if we could investigate in there, we might be able to work out what the speckled band was. Alright then. I can't leave this cabin at the moment. I'm stuck here until we arrive at the next port. The captain has given me strict orders to guard the scene of the crime, you see. I'd have to entrust the investigation to you. Really? You're willing to do that? Yes, as long as you don't leave the first class cabin area. I'm afraid I can't remove those handcuffs, though. But... What about the captain? Aren't you going against his direct orders? I'm a man of my word. And I promise you that I'll lay my life on the line if that's what it takes to convince the captain. After all, I failed to keep Azugi-san safe. This is the least I can do. Thank you. Hosonaga ist echt mega cool. Mag ich total. Ich mag alle Charaktere bisher total. Let's seize the moment then, Naruhodo-san. Just select move and we can leave this cabin at last. Move. Alright, let's see what we can find out. Genau, zum ersten Mal können wir jetzt auch uns bewegen. Unfassbar. So, hier ist, die haben sogar noch Texte dabei. Ist ja cool. Ist auch neu. A cabin on the SS Bureau and the scene of the crime. Kazuma was occupying this cabin for the voyage to Britain along with me as a stowaway. Mhm. Eine Kabine auf der SS Bureau oder so, auf dem Schiff halt. Und auch der Tatort. Kazuma war hier, hat halt die Kabine besetzt. Auf seinem Weg nach Großbritannien. Genau so wie auch ich. Aber ich war halt nur als blinder Passagier dabei. So, und hier ist dann First Class Passageway. The passageway that connects the First Class Cabins on the SS Beria. Okay. Genau, das ist jetzt erst quasi der Korridor, wenn man das so nennen kann. Noch nicht die Kabine nebenan, sondern der Korridor erstmal, der halt die Kabinen erster Klasse miteinander verbindet auf der SS Beria oder so. Ja. First and foremost, we must get out of this cabin. Okay, machen wir. Genau, hier ist eben der Korridor oder Gang. Ich weiß nicht, ob das auf dem Schiff einen anderen Namen hat, ob das dann nicht Korridor heißt, vielleicht hat es irgendeinen schiffspezifischen Namen, Passageway. Ich glaube, Passageway als Korridor zu übersetzen passt schon. Vielleicht. Phew, I'm finally out of that cabin. I have to admit, this isn't quite what I was expecting. It's less spacious out here than I thought it would be. And this is the most luxurious accommodation. Yes, indeed. Kazuma-sama was being sent on the study tour by the government. That's why he was being put up in a first-class cabin.
even still. This is about twice as large as my accommodation in Steerage. Really? That must be awful. Oh, look over there. That's another crewman keeping watch, and he looks enormous, even if he is sitting down. The door next to him leads to the second class accommodation. I suppose he's making sure that no one comes in here who shouldn't. I suppose. Like people in handcuffs? Wir dürfen ja auch nicht raus, hier aus dem ersten Klassebereich. Naruhodo-san, you look like a little boy visiting our toy shop for the first time. I would have thought you'd be used to the ship by now. We've been at sea for 2 weeks already. Well, yes, I know. But the thing is, I was inside Kazuma's trunk when I first came aboard. And ever since then, I've been shut up inside that little wardrobe. It must have been a very trying time for you. Please, don't give me that pitying look. Okay, aber ich würde erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Denn bevor wir dann zu der anderen Kabine reingehen, die ja eigentlich der interessante Ort ist, will ich mich auch noch hier draußen ein bisschen umsehen. Weil es gibt hier zumindest ein paar Sachen, die interessant sind. Hier ein Alarm. Vielleicht hat der noch irgendeine Relevanz. Ich weiß nicht, ob der ausgeschlagen hat oder so. Dann hier eine Karte vom Schiff. Da noch irgendein Buch. Der Typ natürlich. Hier ist die Tür zur zweiten Klasse. Also schon ein bisschen was, was wir uns hier angucken können. Aber dann vor allem eben auch natürlich die Kabine. Aus der kamen wir, glaube ich, raus. Und das hier dürfte sie sein, die andere. Wo dann eventuell der wahre Mörder hingeflohen ist. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.